Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Wir sind gerade bei Barrier Frontiers angelangt. Ein kleiner Termin, ne? Oh, mal gucken. Liara war vor uns da. Finden Sie Liara oder Ihren Kontakt? Ein Salianer namens Sekkad. Mal schauen. Ja. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Okay. Was hier? Ich bin festgenagelt. Söldner, ziemlich gut bewaffnet. Begrüßen Sie die Privatarmee der Shadow Broker, Commander. Jo, kein Problem, machen wir. Sind ja richtig nette Dudes. Und Dudinnen natürlich. Wir keine Genders assumen. So. Alter, ist ein bisschen... Oh je. Achtung, Deckung. Perfekt. Oh Mann. In Deckung gehen, bitte. Willst du noch mehr? Ist hier noch eine? Ein bisschen Probleme, mich hier irgendwie vernünftig zu verstecken. Da war noch Glas im Weg. Oh, jetzt aber. Raub da. Oh. Und wo kommen die denn überall? Da ist irgendwas noch rot. Ich geh mal außen rum. Ich möchte gern so ein bisschen besser in der Deckung sein, aber hier in diesem Bürokomplex. Erstaunlicherweise. Oh, da ist noch einer. Bams! Oh nein! Und die Munition sind wieder nicht nachgeladen, die gute. Achtung, gleich kommt schwerer Beschuss. Alter, so, jetzt aber. Die one-hitten wir nicht mehr, die Jungs. Die halten ein bisschen was aus. Okay. Das war wieder klassisch Shepard hier, ne? Oh, nachladen, wer braucht das denn schon? Oh, jetzt ja mal richtig reingeballert. Erinnert mich gerade ein bisschen an Resident Evil. Und Zackala. Boom, Schakalaka. Harter Treffer. Na komm, zeig dein Gesicht. Ah doch, wir one-hitten schon noch. Passt schon. Wo? Was ist mit dir denn nicht richtig? Du kannst doch nicht in so einem Gebäudekomplex mit einem Raketenwerfer rumballern. Oh, Kacke. Ich sag euch das, ne? Was denn jetzt? Ups. Ruhe hier jetzt, ne? Sind zwar nicht so viele Gegner, ne? Aber die paar, die der Shadow Broker jetzt Armee hinschickt, die haben es dafür dann aber in sich, ne? Das sind dann keine Laien. Hier war doch noch einer. Und sogar Drohnen am Start, die Jungs. Bleib mal da. Wieder nicht nachgeladen. Man. So, da ist noch einer. Oh. Immer schön ins Köpfchen rein, das ist wichtig. Lebt er noch? Nee, er ragdollt da nur so vor sich hin. Alles gut. Seid ihr noch am Start, Leute? Ja, es geht ihnen noch gut. Noch sind wir im Game. Ah, es ist schon... Wow. Es ist schon cool gemacht. Okay. Und ich kann ihn nicht schießen, wenn er im Weg steht, weißt du? Das ist das Problem. So ist es fein. Den hab ich nicht getroffen. Alter, sind das viele. Hier denn von der Party am Start. Garrus hat's irgendwie nicht geschafft. Fünf. Garrus ist wieder am Start. Oh, eine Rakete. Holy shit. Was ist das? Da hat jemand noch mit letzter Kraft eine Rakete abgeschossen, aber wir haben es hingekriegt. Alter. Hier ist ein bisschen Action am Start, das gebe ich mal zu, ne? Also hier ist ein bisschen was los, so. Okay. Weiter, Leute. Weiter durch den Komplex. Weißt, am Anfang war es ja noch so angenehm ruhig, ne? Aber jetzt geht hier der Punk aber schon ab. Was hier? Diese beschädigten Rohre brennen. Sie blockieren die Treppe. Suchen Sie einen Schalter für die Sprinklersysteme. Habt ihr was? Erledigt. Jetzt müsste es gehen. Gut.
Und wir arbeiten uns weiter nach oben. Zack! Beeindruckend, ja? So sehe ich das auch. Okay. Leute, weiter geht's. Mit euch an meiner Seite, du, habe ich gar keine Angst, ne? Bin ich voller Hoffnung, dass wir das solide durchstehen hier. Forschungsterminal, oh. Das sieht interessant aus. Wir Repressionsschaden erhöhen. Ja, geil. Habe ich eigentlich das vergessen? Ich wollte bestimmt zum Forschungsterminal letztes Mal. Was ist er denn hier? Der Tod? Oh ja, der sieht ein bisschen... Ja, ja, sie. Sie sieht ein bisschen nicht glücklich aus. Nächste Tür öffnen. Oh nein. Oh nein. Wir kommen natürlich genau zu spät, ist klar. Scheiße. Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Oh! Moment, sie ist ein Freund. Was geht hier vor? Liara. Etwas, das ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Es ergibt alles Sinn. Sie waren es? Es ergibt alles Sinn, ja. Sie wussten nicht, wo Liara war, weil sie die Nachricht versteckt hat. Ich musste sie für Sie finden. Danke für die Hilfe. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! Oh, was? Mann, ist das spannend. Okay, es geht weiter. Schwere Waffen! Ah, keine Sorge, ich bin da. So, schön die Raketenwerfer, die muss erstmal ausschalten. Ah, daneben geeiert. Mist. Okay, den haben wir. Ist sie das? Nee. So, wie ein Ragdoll ist, Mann. Also es ist ja manchmal einfach nur lustig, ne? Muss man ja sagen. Haut dich zwar ein bisschen aus der Immersion so raus, aber es ist halt lustig. Die Lustigkeit obsiegt dann halt doch wieder, ne? So, können wir den Fahrstuhl benutzen? Nein, wir müssen jetzt den Weg wieder zurückgehen. Sie kommt. Ich beeile mich. Entdeckung! Oh, Entdeckung! Oh, Shepard, was stehst du denn einfach nur rum? Lest doch wieder nicht nach, ne? Autonachladen passiert nur, wenn man in Deckung ist. Noch jemand? Ja, da. Bams! Okay, Leute, weiter? Weiter.
Wir kriegen Ärger. Oh, Kacke, in Deckung bleiben. Oh, was macht die Kamera? Kamera voll am Ausflippen. Tot? Ja, okay. Das war nicht so wie gewollt. Raus hier! Oh. Hinterher. Kommt jetzt eine Verfolgungsjagd? Kommt jetzt eine Verfolgungsjagd in den Dingen? Übrigens gut. Danke der Nachfrage. Garrus nehmen, Tali nehmen. Garrus. Komm. Wir müssen ja eh noch ein bisschen zusammen überlegen, wie wir das machen. Na los, sie entkommt. Dann wir werden der Fahrt jetzt ja noch ein bisschen Zeit. So, was müssen wir jetzt machen? Wird das jetzt so ein kleines Minigame? Du Scheiß, ernsthaft? Da ist sie! Und wie fahre ich nach oben? Nach rechts. Nein, Moment, links. Ich bin an ihr dran. Nach links. Kann ich auch schießen? Sie ist um die Ecke. Wir fahren doch nicht in die Baustelle, oder? Oh doch, tun wir. Göttin. Alter. Ich lasse sie nicht mit den Daten entkommen. Oh, ein LKW! Bruder! Los! Ich mach ja! Ich bin unterwegs! Oh. Verkehr! Gegenverkehr! Wir schaffen das schon! Liara, einfach ein bisschen vertrauen! Wow! Oh, das Einzige, was ein bisschen heftig ist... Sie setzt Distanzminen ein! Auch noch. Hab ich gemerkt! Den weichen wir einfach mal aus. Und geht es schon? Scheiße. Sie bekommt Verstärkung. Wie ist dieses Ding bewaffnet? Es ist ein Taxi mit einem Taxameter. Großartig. Truck, ich weiß. Oh mein fucking Gott. Geht doch. Ihnen macht das Spaß. Ja. Ich finde es an sich geil. Es ist nur alles ein bisschen sehr verschwommen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Eine Kollision bei der Geschwindigkeit. Ja, sowas soll ziemlich ungesund sein. Oh. Aber ist schon cool gemacht. Erinnert ein bisschen an Star Wars, oder? Oh. Vorsicht! Star Wars Episode 2. Anakin und so. Witzig. Oh. Das ist wohl das Ende der Reise, hä? Oh oh. Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt. Vorsicht. So. Sie setzen Verstärkung. Da ist was hier, Wagen. Los, weit kann sie nicht gekommen sein. Sie haben die Tür blockiert. Vorsicht, da ist was hier, Wagen. Los, weit kann sie nicht gekommen sein. Sie haben die Tür blockiert. Oh, das sieht nicht gesund aus. Zack. Vorsicht, Blendgranaten. Erstmal den Leuten in den Kopf schießen. Oh, holy shit, was war das? Das müsst ihr ihre Pantone bringen. Was ist denn los? Ach, von der Seite kommen die. Oh, kacke, Mann. Komm mal in Deckung, Mann. Komm noch mehr, die kommen ja von überall. Wie soll man denn das machen? Die kommen ja von allen Seiten. Ich kann nirgends in Deckung gehen. Ah. In Deckung, Leute, in Deckung.
Und nachgeladen ist auch wieder nicht. Oh Mann. So muss es sein. Leute, bitte zusammenhalten. Wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Ich sehe da keinen Kopf. Ich kann jetzt gerade nicht auf den Kopf schießen, weil da keiner ist. Einfach mal ins Dunkel. So, guck mal, passt schon. Jetzt einfach mal grob in die Richtung zielen. So. Was ist das jetzt? Und noch weitere Deppen. Und wo kommen die denn jetzt? Von welcher Seite? Kopfschuss. Direkt von oben kann man machen. Kannst direkt von oben kommen, ist kein Problem, gönn dir. Guten Flug. Wie am Rumfliegen ist. Okay, Leute. Zack, direkt an der Brust rein. Oh, 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 oh. Oh, musst du dich jetzt ducken, Junge. Oh, 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 oh. Wie die halt direkt vor dir landen, die Jungs, ne? Direkt vor dir und da wird eine Granate geschmissen. Oh. Ich glaube, wir dürfen jetzt weiter. Na los, wir können drüber klettern, um zu Vasirs Wagen zu kommen. Okay. Erstmal muss ich auf das Bankterminal zugreifen. Kohle muss rein. Weißt du, die Verluste und die Kosten sind ja schon ziemlich hoch. Wo müssen wir denn hier einfach drüber klettern oder was? Hat den Anschein. So, erstmal den Wand-Safe hacken. So viel Zeit ist immer noch, ne? Bisschen Safes hacken, dafür ist immer Zeit. Und die beiden noch. So. Hier wird wohl gerade irgendwie gekocht oder so, habe ich das Gefühl. Ist auf jeden Fall was am Blubbern. Und irgendjemand betet hier um sein Leben. Hüpfriges Video. Was für ein Hotel ist das? Azur, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azur ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Moin! Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Außer dieses Ding im unteren Bereich des Körpers. Das habt ihr gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, okay. Okay, dann mal weiter. Allzu weit kann sie ja nicht mehr sein. Hauptsache. Hauptsächlich im unteren Bereich. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh, das muss man ihr lassen. Sie ist ein Spectre. Oh. Hier scheinen wir richtig zu sein. Alter, sie geht aber auch einfach kaltblütig vor, ne? Hier ist einfach alles scheißegal. Wachen alle ausgeschaltet. Okay, weiter geht's. Das ist echt spannend, Mann. Oh, der Hahn kräht gleich. Scheiße. Lock ihn mal. Das sieht ja nicht so gut aus, ne? Lieber Dick Party. Warum macht ihr Party, ist die Frage. Vasir, es ist vorbei. Hey, du,
Komm hier. Wie heißt du? Schöne Geisel nehmen. Marianna. Marianna. Du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Marianna, ich helfe Ihnen. Wir holen Sie unverletzt hier raus, Marianna. Freut mich zu hören. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte. Ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Ich schieße, wenn ich muss. Ist das alles? Was? Vasir, ich habe hunderte von Menschenleben geopfert, um die Destiny Ascension zu retten. Ich habe die Rachni auf die Galaxie losgelassen. Sie werden doch nicht ernsthaft ihren Fluchtplan daran aufhängen, dass ich zögere, eine Geisel zu erschießen. Sie blöffen. Jetzt, Liara. Es geht los. Oh, oh. Muss mal in Deckung gehen. Wo ist die Deckung? Da ist Deckung. Alter, wie schnell ist sie denn unterwegs? Oh nein, das war Garrus. Ups. Okay, jetzt wird's langsam. Da ist sie hin. In Deckung bleiben, Shepard. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Wie ab sie geht. Okay. Oh, Leute. Okay, warte mal. Bevor wir jetzt hier dick weitermachen, ich weiß, das ist gemein, aber der Part ist zu Ende. Wir müssen kurz Pause machen. Es hilft nichts. Es ist fies, ich weiß, aber wir machen ganz kurz einen mütigen Break. Denn ich muss auch pipi, weißt du, das ist das Problem. Sonst würde ich es ja durchziehen. Ich muss pinkeln. Meine Lieben, ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.